Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bei einem Spitzengespräch im Bundeskanzleramt haben sich Bund und Länder endgültig über die Finanzierung der Bahnreform geeinigt. Die geplante Pflegeversicherung dagegen ist noch nicht gesichert. Dennoch ist auch hier Bewegung in die Verhandlungen gekommen. Der SPD-Vorsitzende Scharping macht ein Kompromissangebot, mit dem die Sozialdemokraten erstmals einen Kostenausgleich für die Arbeitgeber zugestehen. Auch in anderen Punkten kamen sie der Regierungskoalition entgegen. Ein Bericht von Klaus Altmann. An der Elefantenrunde heute Nachmittag im Kanzleramt hingen große Erwartungen. Nach 2 Stunden Beratung jedoch ist man lediglich so weit, wie schon die Arbeitsgruppe des Vermittlungsausschusses am Vortag. Nur eben auf höherer Ebene. Die SPD versteht ihr Entgegenkommen als geschlossenes Paket. Sie besteht nicht mehr auf einer Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze. Damit behalten Privatkassen ihre Beteiligung am neuen System. Den gesetzlichen Krankenkassen aber entgehen höhere Beitragseinnahmen. Und es ist jetzt an Sache der Bundesregierung, sich zu überlegen, ob das ein Einigungspaket ist, das auch die Zustimmung der Koalition finden kann. Auch bei der Entlastung der Arbeitgeber ist die SPD der Koalition entgegengekommen. Allerdings will sie die Streichung nur eines Feiertages. Kanzleramtsminister Friedrich Bohl hält dagegen. Entweder 2 oder es bleibt bei der 20-prozentigen Entgeltkürzung an 10 Feiertagen. Verrechnung mit den Erfolgen von Missbrauchsbekämpfung soll es nicht geben. Bei Lichte betrachtet besteht die Annäherung darin, dass man am Freitag noch einmal zusammenkommt, die Sache also vom Tisch haben will. Aber im Kernpunkt ist man sich keineswegs näher gekommen. Die Frage der Finanzierung ist völlig offen. Die Einigung über die Bahnreform fiel in letzter Minute. Die Länder konnten durchsetzen, dass der Personennahverkehr erst ein Jahr später, also 1996, an sie übergeht und dass sie dafür in der Anlaufphase 500 Millionen Mark mehr zur Verfügung haben als zunächst vorgesehen. Jörg Hafgemeier berichtet. Die Entscheidung ist gefallen, die noch staatlich betriebenen Züge fahren in die richtige Richtung, sagt der Verkehrsminister. Die Bahnreform ist nach einem Spitzengespräch beim Kanzler beschlossene Sache und das einen Tag vor den abschließenden Bundestagsberatungen. Bund und Länder einigten sich endlich und so ziemlich zufrieden waren alle, trotz der zunächst von den Ländern gestellten Nachforderungen. Ich bin auch erfreut, sagen zu können, dass wir das finanzielle Gesamtangebot des Bundes, wie ich das vor Tagen schon sagte, nicht erhöht haben. Die Lösung sieht der noch offenen Präzisierungspunkte so aus, dass die Bahnreform am 1. Januar 1994 kommt und die Regionalisierung des Schienenpersonennahverkehrs nicht am 1. Januar 1995, sondern am 1. Januar 1996. Zusätzliche Geldzusagen seien den Ländern nicht gemacht worden, sagte Wiesmann, sind also die Weichen richtig gestellt. Denn immerhin, die Übertragung des Personennahverkehrs auf die Länder kostet zwischen 1996 und dem Jahr 2000 mehr als 17 Milliarden Mark. Für 1996 wird den Ländern 8,7 Milliarden D-Mark und 1997 dann 12 Milliarden D-Mark übertragen werden. Ab Anfang des Jahres geht's also los mit der Reformierung, der Privatisierung der Bahn. Sie wird eine AG. Mittelfristig werden die Ausgaben gesenkt und Arbeitsplätze reduziert. Und schließlich soll das Angebot für die Kunden verbessert und der Steuerzahler entlastet werden. Die CDU-FDP-Koalition in Sachsen-Anhalt ist praktisch am Ende. Der bisherige Fraktionsvorsitzende der Union Bergner will sich morgen im Landtag als Ministerpräsident zur Wahl stellen, obwohl die FDP sich mehrheitlich für Neuwahlen entschieden hat. FDP-Fraktionschef Haase kündigte heute in Magdeburg an, für den Fall der Wahl von Bergner zum Regierungschef werde sich kein FDP-Abgeordneter an der Neubildung eines Kabinetts beteiligen. Als Gegenkandidat Bergners will der Fraktionschef von Bündnis 90 Die Grünen Tschiche antreten. Für die Wahl des neuen Ministerpräsidenten sind 54 Stimmen der 106 Abgeordneten im Landtag von Sachsen-Anhalt notwendig. Die CDU hat 44, die FDP 13 Stimmen, 8 Abgeordnete sind fraktionslos. Bündnis 90 ist mit 5, die SPD mit 25 und die PDS mit 11 Parlamentariern in Magdeburg vertreten.
Der bisherige Sozialminister von Sachsen-Anhalt, Schreiber, ist jetzt auch als Vorsitzender der CDU-Sozialausschüsse zurückgetreten. Schreiber hatte wegen der Affäre um Ministergehälter am Sonntag zusammen mit Regierungschef Münch und den anderen Kabinettsmitgliedern sein Regierungsamt aufgegeben. Zwei Termine haben die deutsch-französischen Konsultationen in Bonn bestimmt. Der 10. Dezember, an dem sich die europäischen Staats- und Regierungschefs treffen wollen, und der 15. Dezember, an dem das neue Welthandelsabkommen stehen soll. Die Ergebnisse fasst Dirk Ludwig Scharf zusammen. Trotz der eisigen Kälte fand der Kanzler die Begegnung erfreulich, bemerkenswert, besonders eng, freundschaftlich und partnerschaftlich. Die gute Atmosphäre zu loben, das gehört zum Ritual solcher Treffen, aber heute lag es Kohl wohl besonders am Herzen. Gemeinsam wollen Franzosen und Deutsche das Wirtschaftswachstum ankurbeln, die Arbeitslosigkeit bekämpfen, und zwar durch einen Maßnahmenkatalog des bevorstehenden Gipfels der Europäischen Union. Delikater aber und schwieriger wegen deutsch-französischer Unterschiede war die Abstimmung über die Liberalisierung des Welthandels im GATT-Rahmen, die an französischen Wünschen zu scheitern droht. Aber Kohl zeigte viel Verständnis für französische Agrarinteressen und Schutzwünsche im Kultur- und Medienbereich. Er versprach, Frankreich im Konflikt mit den USA nicht allein im Regen stehen zu lassen. Gemeinsam wollen wir einen Kompromiss auf Gegenseitigkeit anstreben, sagte Mitterrand anschließend, bei dem kein Land das Opfer von Ungerechtigkeiten ist. Ich werde alles tun, was ich tun kann, um hilfreich zu sein bei einem Kompromiss. Aber was ganz gewiss jetzt nicht hilfreich wäre, wenn ich jetzt Details nennen würde. Und ein letztes will ich ebenso deutlich sagen, es ist unser und es ist vor allem mein Interesse, dass hier nicht ein Eindruck erweckt wird in Europa oder anderswo, dass unsere französischen Freunde durch diese Verhandlungen in eine bestimmte Ecke manövriert werden. Das ist nicht das Ziel meiner Politik. Ein Kompromiss, der Franzosen und Amerikanern das Gesicht wahrt, scheint in Reichweite. Deshalb äußern sich die Beteiligten nur sehr behutsam. Bei der Konferenz der Vereinten Nationen über Somalia haben sich die westlichen Geberländer und 12 Bürgerkriegsparteien auf ein Grundkonzept zum Wiederaufbau des Landes geeinigt. Zum Abschluss des Treffens in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba verpflichteten sich die Somalier, die Sicherheitsbedingungen in ihrem Land zu verbessern. Allerdings hatte der einflussreiche Milizenchef Aidid an der Konferenz nicht teilgenommen, sondern nur Vertreter entsandt. Morgen wollen die Geberländer über Art und Umfang der künftigen Hilfe für Somalia beraten. Im von Israel besetzten Westjordanland haben radikale Palästinenser eine Siedlerin erschossen und zwei weitere Menschen verletzt. Zu dem Attentat bekannten sich gleich mehrere Gruppen. Sie kündigten noch 4 weitere Anschläge an. Damit wollen sie sich für den Tod zweier palästinensischer Aktivisten rächen, die vor wenigen Tagen von israelischen Soldaten erschossen worden waren. Auch im Gazastreifen gingen die Unruhen weiter. Jugendliche griffen Militärstreifen mit Steinen an. Die Armee sperrte das Gebiet ab. Wegen des Generalstreiks blieben viele Geschäfte geschlossen. Im Flüchtlingslager Rafah protestierten mehrere tausend Fatah-Anhänger gegen die israelische Besatzungsmacht. Die Verhandlungen über die Umsetzung des Autonomieabkommens wurden inzwischen auf Sonntag vertagt. Bei den Gehaltsverhandlungen für das Versicherungsgewerbe ist die Gewerkschaftsfront auseinandergebrochen. Die HBV erklärte die Verhandlungen heute für gescheitert und drohte mit Arbeitskampf. Die DAG dagegen nahm ein neues Angebot der Arbeitgeber an. Danach werden die Gehälter für die 220.000 Beschäftigten zum 1. Februar um 2% erhöht, für die Dauer von 15 Monaten. Für die Monate November, Dezember und Januar gibt es 600 Mark. Als ökologische Komponente wurde ein steuerfreier Fahrtkostenzuschuss von monatlich 30 Mark bei Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln vereinbart. In der Druckindustrie sind die Verhandlungen über einen neuen Manteltarifvertrag schon im ersten Anlauf gescheitert. Die Arbeitgeber nannten die Forderungen der IG Medien unannehmbar und lehnten es ab, weiter darüber zu sprechen. Die Lohnkosten würden bei Verwirklichung dieser Forderungen bis zu 50% steigen. Die Gewerkschaft will unter anderem eine Entlastung für Schichtarbeiter einschließlich einer Tarifrente für Nachtarbeit durchsetzen. In Westdeutschland sind weit mehr Menschen von Medikamenten abhängig, als bislang geschätzt wurde. Rund 1,4 Millionen sind arzneimittelsüchtig, so ergab eine neue, heute in Bonn vorgestellte Studie der Innungskrankenkassen. Dabei sind Frauen dreimal häufiger betroffen als Männer.
Als besonders problematisch werden Wirkstoffe aus der Gruppe der Benzodiazepine eingestuft. Sie sind in zahlreichen Beruhigungs- und Schlafmitteln enthalten und können schon nach 6 Wochen ein Suchtverhalten auslösen. Unter dem Motto Time to Act, Zeit zum Handeln, wurde heute der Welt-AIDS-Tag begonnen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO infizieren sich jeden Tag 5000 Menschen mit dem HIV-Virus. Wer in die Bonner Kunsthalle will, muss über sie hinweg. In Stein gehauenen Namen von AIDS-Toten. Drinnen erwartet den Besucher Tom Fechts Denkmal. Jeder Stein einzigartig, jeder Stein ein Toter. Künstler gehörten zu den Ersten, die mit ihrer Arbeit versuchten, sich dem Grauen der Krankheit zu nähern, die nicht verdrängten und wegguckten. Zum Bedauern der Veranstalter, Gesundheitsminister Seehofer, sagte aus Termingründen ab. Seine Staatssekretärin Bergmann-Pohl fand lediglich Zeit für den Fototermin. Bedauern der AIDS-Hilfeorganisationen auch darüber, dass der Gesundheitsminister mit dem AIDS-Fonds für Bluter lediglich einer kleinen Gruppe schnell helfe, andererseits aber die Mittel für Aufklärung und Forschung kürze. Denn jetzt steht der Rest der Infizierten und Kranken, der immerhin über 90% der Gesamtzahl ausmacht und von dem in letzter Zeit überhaupt nicht mehr die Rede war, unter dem Verdikt der schuldigen Opfer. Ein Vorwurf, den Seehofer zurückweist. Die AIDS-Politik heißt Aufklärung, Prävention, Hilfe für Betroffene, keine Ausgrenzung und Diskriminierung, kein Zwangstest, keine namentliche Meldepflicht und Bekämpfung der Krankheit und nicht der Kranken. Es stimme auch nicht, dass die Kostendämpfung im Gesundheitswesen dazu führe, dass beispielsweise das Uniklinikum Münster gezwungen sei, AIDS-kranke Kinder abzuweisen. Es gibt ganz andere Wirtschaftlichkeitsreserven in den Krankenhäusern, als ausgerechnet eine Station für Kinderonkologie zu schließen. In Deutschland sind rund 60.000 Menschen positiv. Bei 10.000 ist die Krankheit ausgebrochen, fast 6.000 sind gestorben. Die alte und neue Botschaft heute, nur wer sich mit Kondomen schützt, geht sicher. Gegen den früheren Devisenbeschaffer der DDR, Schalk Godotkowski, soll nun doch Anklage erhoben werden. Die Berliner Staatsanwaltschaft teilte heute mit, nach knapp 3-jährigen Ermittlungen werde dem zurzeit am Tegernsee lebenden Schalk Untreue, Handel mit Kriegswaffen, Steuerhinterziehung und Verstoß gegen Devisenbestimmungen zur Last gelegt. Das Landgericht Mannheim hat heute 5 Mitglieder der Skinhead-Band Tonstörung zu Freiheitsstrafen zwischen 5 und 21 Monaten verurteilt. Die Strafen wurden zur Bewährung ausgesetzt. Das Gericht sah die Vorwürfe der Volksverhetzung, der Aufstachelung zum Rassenhass und der Aufforderung zu Straftaten als erwiesen an. Es ging mit dem Urteil teilweise über die Strafanträge der Staatsanwaltschaft hinaus. Seit heute beteiligt sich die ARD an dem Kulturkanal Dreisat. Bisher wurde Dreisat vom ZDF, dem österreichischen und dem Schweizer Fernsehen getragen. Fast ein Drittel des Programms von Dreisat wird nun vom Ersten geliefert. Kein Druck auf den roten Knopf heute Morgen, sondern eher Routine bei Dreisat. Immerhin sendet der Satellitenkanal bereits im 10. Jahr. Dennoch herrscht Aufbruchsstimmung, denn seit heute haben ARD und ZDF mit Dreisat einen gemeinsamen Stuhl in der ersten Reihe stehen. Die ARD macht aus dem Dreisat-Trio ein Quartett. Österreichisches und Schweizer Fernsehen werden je 20, ARD und ZDF je 30% des Programms gestalten. In Deutschland erreicht Dreisat über Satellit 5 Millionen Haushalte. Dazu kommen mehr als 13 Millionen Kabelanschlüsse in den 3 beteiligten Ländern. Kultur macht den größten Teil des Programms aus. Eine Stunde Musik am Tag, dazu Dokumentationen, ein eigenes Kulturmagazin und ein tägliches Kinderprogramm. Dreisat soll die besten Produktionen der 4 Häuser ins Rampenlicht rücken. Übernommen werden die bewährten Informationsprogramme, die ARD und ZDF schon bisher gemeinsam ausstrahlten. Eine Stunde Frühstücksfernsehen und das Mittagsmagazin. Die Programmehe kommt nicht ganz freiwillig zustande. Sparzwänge haben die Auflösung des ARD-Kulturkanals 1+ und die neue Kooperation diktiert. Das ZDF will 15 Millionen Mark, die ARD 25 Millionen sparen. Trotz der Einsparungen wollen die Anstalten durch die Bündelung ihrer Kräfte ein Kulturprogramm vom Feinsten aufbauen. Christoph Daum, der Trainer des Fußball-Bundesliga-Vereins VfB Stuttgart, hat seinen Rücktritt angekündigt. Er will die Mannschaft noch beim letzten Heimspiel vor der Winterpause am 10. Dezember gegen Duisburg betreuen und dann sein Amt aufgeben.
Bei der Handball-Weltmeisterschaft in Schweden hat die deutsche Nationalmannschaft der Frauen ihre Chance auf eine Medaille gewahrt. Sie gewannen in ihrem vierten Spiel am Abend gegen die USA deutlich mit 24-12. Die Gewinnzahlen im Lotto am Mittwoch: Ziehung A 10, 14, 15, 19, 40, 44, Zusatzzahl 5. Ziehung B 7, 18, 25, 41, 42, 43, Zusatzzahl 38. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 1, 6, 4, 5, 5, 6, 1. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 4, 0, 4, 5, 1, 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 2. Dezember. Das stabile Hoch über Russland bildete auch heute einen Gegenpol zu den Schlechtwetterwolken an der Westgrenze Deutschlands. Die konnten sich kaum durchsetzen, sodass es nur westlich des Rheins zeitweise schneite. Ein weiterer Tiefausläufer zieht von den britischen Inseln nach Osten und erreicht morgen die Nordhälfte Deutschlands. Es ist meist stark bewölkt oder neblig trüb, etwa nördlich des Mains teils Regen, teils Schnee. Auf den Straßen kann es wieder eisglatt werden. Die tiefsten Temperaturen sinken auf -3 bis -8, im Osten örtlich auf -13 Grad. Am Tage -3 bis +3 Grad. Süd- bis Südwestwind frischt im Norden auf. Bis zum Wochenende zeigt sich der Himmel wolkenverhangen und es wird milder. Nur im Südosten Temperaturen um 0 Grad. Regen besonders im Norden.